So, hallo, wir machen weiter bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Wir sind, glaube ich, auf dem Weg zum Finale, denn wir sind in Schloss Hyrule angekommen und jagen gerade Zelda. Also die Fake-Zelda natürlich. Die taucht immer irgendwo auf und schickt uns Monsterhorden dann entgegen. Und wenn wir die besiegen, taucht es woanders auf. Und das geht gerade eine ganze Weile schon so. Okay, guck mal, wen wir hier haben. Ah, was ist denn da oben los? Aua! Arschloch. Gehen wir erstmal da hoch, dann kümmern wir uns noch um den Schleim. Alter! Sehr gut. Der hält zum Glück gar nichts aus. Aber hat mir ordentlich Ärger bereitet. Das muss man leider zugeben. Gut, das ist die Gelegenheit, wieder unser Essen hier gleich loszuwerden. Weg mit dem Restschnapper. So. So, was hast du Hübsches für mich? Ja, doch. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Weil hier Stachelbockbogen kann komplett weg. Da ist noch ein Schleim da hinten. Warum ist hier so ein gelbes Tor? Ach, weil das ein Eingang ist. Ah. Ein Eingang nach 3. Ich frage mich halt, ob es hier wieder sowas Cooles gibt, wie das Heiljahrschild, was sie hier versteckt hatten. Im Original. Ja. Da musste man gegen so einen Stachel Dings kämpfen und dann hat man das Heiljahrschild gefunden. Das war cool. Vielleicht haben sie hier wieder irgendwas Krasses versteckt, aber ich weiß es halt nicht. Oh, dafür ist hier Endstation. Wozu geht man überhaupt dann hier runter? Was ist hier? Hier ist nichts jetzt gewesen, ne? Kommt man da vielleicht durch den Deckensprung irgendwo hin, wo man sonst nicht gekommen wäre? Oh! Gardeschild noch eins. Ritterschwert, okay. Also hier werden coole Waffen. Aber sonst ist hier nichts. Die ganze Treppe hier für nichts. Okay, es fühlt sich ja fast ein bisschen falsch an, aber okay. Wir behalten mal im Hinterkopf, dass es diesen Gang gibt. Ah ja, doch. Ich glaube, man muss über den Gang. Ja. Alles klar. Oh, Scheiße. Aber man muss über den Gang hier irgendwie hoch. Königsbogen, ja, nice. Auch den nehmen wir gerne mit. Sehr schön. Ja, weil hier geht es gar nicht weiter tatsächlich. Man muss sich das mal so angucken, ne? Und wenn ich aber jetzt von unten den Gang nach oben dingse, dann könnte es vielleicht weitergehen. Okay, okay, okay. Dann war das schon die richtige Idee. Dann war das schon die richtige Idee.
So, wo komme ich jetzt hoch? Raus. Wo komme ich da raus? Okay, ich weiß nicht, ob das ist, wo ich hin wollte. Ha. Aber warum nicht? Hä? Oh. Ich habe ihn nicht gesehen. Wo sind wir jetzt gelandet? Ah ja, guck mal, hier ist Zelda. Ist gar nicht so schlecht. Das ist doch gar nicht so schlecht, wo wir sind. Aber die ist nicht auf dieser Höhe, ne? Die ist unter uns. Da geht's runter. Dann ist sie da unten in dem Raum wahrscheinlich. Ja. Okay, was kannst du denn jetzt hier in dem kleinen Raum wieder spawnen? Ich will es gar nicht wissen. Ich speichere mal vorher. Ich speichere gerade die ganze Zeit wie so ein Weltmeister, aber es ist halt sicherer. Was spawnst du hier, Zelda? Einfach ein paar Salmosse. Oh nein, meine silberne Bockenklinge. Da ist sie weg. Feuerexalfusmann, okay. Feuerexalfusmann. Haben wir noch nie den Feuerexalfus besiegt? Was ist hier los? Exalbumerang, ja. Können wir mal fotografieren, falls noch nicht geschehen, tatsächlich. Aber nichts jetzt zu mitnehmen. Okay, also noch hat sie nichts Krasses gespawnt, das ist ganz gut so. Wo ist sie jetzt? Mann! Nein! Nein! Ich will zur Karte da. Ah, direkt neben uns. Okay. Da kommen wir gleich hin. Da kommen wir ja gleich hin. Garde zwei Hände. Nichts sehr haltbar. Dann nur kurz Foto und Abflug. Oh. Okay, dann können wir wieder hoch, ne? Unter mir jetzt. Das war frech. Das war frech. Dass sie immer noch diesen Trick anwenden. Okay, aber dann will ich erstmal hier rüber. Weil wenn das Spiel sagt, du gehst da erstmal nicht hin. Das ist nämlich... Ah, das ist Zeldas Labor. Nice. Noch ein guter Bogen. Ja, dann können wir... Ja, komm, wir schmeißen so einen Doppelbogen jetzt mal weg.
Und hat Zelda noch was Cooles für mich hier versteckt? Nee. Nee. Haben wir sonst noch was Cooles hier? Nee, nur den Bogen. Okay, auch keine Aufzeichnungen oder sowas, die ich angucken kann. Nein. Okay, dann habe ich hoffentlich nichts verpasst. Wir können uns hier runter bewegen. Dann wird sie hier jetzt irgendwo sein. Genau da, wo ich stehe. Aber dann wahrscheinlich in dem Gang, in dem Tunnel unter mir, oder was? Nee. Geht es noch weiter runter? Nee, das sieht nicht gut, das sieht nicht richtig aus. Ich meine, hier geht's wieder rum. Warte, ist sie jetzt da nochmal in so einem Gang hier unten? Sind wir ja vorhin schon runtergelaufen. Aber da, nee, da ist jetzt auch nicht. Wo, wie komme ich jetzt zu ihr hin? Habe ich sie übersehen? Also, ein bisschen tiefer muss ich noch, ne? Das haben wir festgestellt. Ein bisschen tiefer muss ich noch irgendwo runter. Da gucken wir mal, ob wir hier irgendwo den Eingang finden. Mit dem ich weiter runter... Ach, guck mal, hier geht eine Treppe runter. Tschüss. Leider nicht dahin, wo ich gehofft hatte. Nämlich zu einem Eingang. Wie komme ich denn jetzt weiter runter? Hier geht's nochmal runter. Ich muss halt irgendwie ins... Also das ist irgendwie im Inneren, ist es. Das ist irgendwie im Inneren. Kann ich hier rein? Aber das ist nur so ein Turm, wo man rein kann, ne? Gott, hat der mich gerade erschrocken. Ich habe den nicht gesehen. Bin ich erschrocken. Holy moly. Ich bin gerade so erschrocken. Ne? Gott. Nice. So, dann schmeißen wir doch den hier raus. Und dafür den hier rein. So. Ah, der hat mich gerade richtig erschrocken, ne? Meine Nerven. Trotzdem müssen wir jetzt irgendwie raus, wie ich zu Zelda hinkomme. Hier ist irgendwie kein Eingang. Gehen wir mal hier oben weiter. Oder ich bin halt gerade falsch, was das Lokalisieren von ihr angeht. Dass man ganz anders zu ihr kommt, als ich es jetzt gedacht habe. Weil geblinkt hat es, als ich in U3 war. Also muss ich irgendwie runter. Aber hier ist halt nirgendwo ein Eingang nach. Na, hier jetzt genau unter mir. Da ist sie. Hier unter mir. Da. Da war ich schon mal. Hä? Also, Moment. Wenn ich jetzt hier rausgehe, dann ist unten ein Eingang. Also ich kann hier mich runterfallen lassen und dann ist da ein Eingang, oder was?
Ach, hier ist der Eingang. Oh mein Gott, okay. Das habe ich nicht gesehen. Ja, da steht sie wieder. So, was spawnt sie jetzt? Ach, das ist dieser Waffenraum. Hä? Was hat sie gespawnt? Ich habe nur die Fledermäuse gesehen. Was hat mich jetzt erwischt? Hallo? Was hat mich denn da jetzt gewonshottet? Hallo? Hä? Ja, das sind die komischen Fledermäuse, aber... Ach, lol! Der ist dann hinter mir aufgetaucht, oder was? Das ist ja frech. Das ist ja richtig frech. Okay, wir machen das Ritterschwert mal gerade kaputt. Dann können wir nämlich... wieder was Neues einsammeln nachher. Beziehungsweise wir können jetzt mal... hier so ein paar schwächere Waffen vielleicht mal loswerden. Oder ich weiß auch nicht. Das sind Waffen, mit denen will ich eigentlich gar nicht kämpfen. Warum trage ich die mit mir rum? Das ist so... Na? Hartholzachse, das will ich auch nicht. Was ein Quatsch. Da unten sind bestimmt auch coole Waffen. Da müssen wir dann gleich mal runter gucken. Es ist jetzt nur er hier? Sonst ist hier nichts? Ist das alles eher? Scheint so. Na gut, dann nehmen wir eine Zweihandwaffe. Ist ja auch in Ordnung. Er darf mir halt nur ins Gesicht schlagen. Weil da haben wir ja gesehen, damit one-shottet er mich. Das war nicht so cool. Tschüss. Was hat er so, Ritter 2? Ich hätte wieder eine richtige Schwertwaffe, also keine so Zweihänder. Eine, wo ich mein Schild auch nutzen kann. So, was ist jetzt hier unten? Hier ist bestimmt auch noch Stuff. Pfeile auf jeden Fall, sehr gut, sehr wichtig. Hoppala. Sonst nix. That was... Okay. Enttäuscht. Dann gehen wir wieder hoch. Oh! So viel dazu. Garde 2 Enter. Aber wieder nicht sehr haltbar. Nee, die Garde-Dinger. Also die Garde-Waffen kann ich nicht gebrauchen. Okay, Zelda, wohin schickst du mich jetzt mit deiner Schnitzeljagd? Hier hoch. Okay, das gleiche Sto... Jetzt ist es aber der Gang, den ich vorhin hatte. Jetzt ist es aber der Gang. Also die weiß auch nicht, was sie will. Die hat richtig Spaß, mich hier durch das halbe Schloss zu schicken. Na gut. So. Was kriege ich jetzt entgegengeworfen? Also hier kann ja auch nicht viel passieren in dem Gang.
Ja, moin. Ist klar. Ja, perfekt. Was wäre jetzt eigentlich, wenn man die Isolierrüstung hier anziehen würde? Nice. Sehr schön. Nice. Was macht die Kanonenkeule? Alles klar. Okay, aber jetzt nicht so wirklich viel. Cool. Oh, vor allem braucht die meine Batterie auf. Das ist natürlich auch Quatsch. Nein! So ein Käse. Ich will das nicht öffnen jetzt. Das ist jetzt nicht, was ich wollte, aber das nehmen wir gerne mit. Ja, perfekt. Ja, jetzt macht sie, jetzt spielt sie über Bande. Das ist auch gar nicht gut. Okay, Treffer. So. Und den Kollegen da hinten noch. So. Und tschüss. Oh, jetzt kriegt ne. Wir kriegen eine Sequenz. Wir kriegen eine Sequenz. Link, ich warte. Ja, lol. Warte auf dich. Schon recht. Renn immer wieder weg und sag, ich warte auf dich. Das ist, ist schon logisch. Kein Problem. Guck mal, jetzt können wir den wegschmeißen. So. Großer Bumerang. Nee. Noch ein Königsbogen. Ja, was ist denn los hier? Ja, komm, dann kann auch der Kollege mal weg. Jetzt kann man auch hier das Schwert wieder mitnehmen, ne? Jawollo. Und auch mal verstärken jetzt wieder. Ja, wir haben gerade einige Sachen. Wir können gerade vier Sachen verstärken. Also ich lege jetzt vier Sachen auf den Boden. So. Ja, komm, warum nicht? Wir haben genug. So, zack, alle auf den Boden. Und dann let's go. Zack. 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 Und zack. So, speichern wir mal. Und vielleicht ist das jetzt ja der letzte Zelda-Encounter, wenn sie schon wieder so, wenn sie schon extra eine Sequenz dazwischen machen. Wo ist sie denn jetzt? Ja, natürlich, jetzt ist sie in der Mitte. Ja, gut, klar. Na, jetzt ist sie in der Mitte. Alles klar. Jetzt ist sie in der Mitte. Wie komme ich da jetzt am schnellsten hin? Das geht durch die Decke. Dann können wir mal hier an der Seite hochklettern. Ach, verdammt. Ja,
Ja, sehr gut. Ihr macht das schon. Hier liegt auch was da drin. Wunderbar. So läuft es. War toll zu akzeptieren. Nichts Spannendes. Soldatenschild, dritter Schwert. Nee. Okay. Dann klettern wir mal hier hoch. Prima. Okay, ich könnte jetzt über den Wasserfall, ich könnte auch über den. Ich gehe über den Weg. Dann muss ich mich nicht wieder umziehen. Ja, ich glaube, wir sind genau da, wo wir hinwollen, ne? Dann speichern wir doch nochmal. Es wird zwar wahrscheinlich eh automatisch gespeichert, wenn ich da reinlaufe, aber hey. Ich könnte mir vorstellen, jetzt schmeißt sie mir den Leunen entgegen oder irgendwas Krasses. Irgendwas Übles schmeißt sie mir jetzt entgegen. Weil wenn die jetzt auch nur eine Sekunde so tut, als wäre ich auf sie reingefallen, ne? Wir haben euch längst... Oh, warte mal. Wir machen das natürlich wie im Original. Wir gucken uns erstmal hier oben rum. Ob nicht da irgendwas Verstecktes ist. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ah, hier oben in den Räumen war nämlich gerne mal was drin. Was man gut gebrauchen konnte. Weil hier war damals die Verheerung Ganon. Ne? Das war alles hier oben. Und da ist doch schon mal eine Truhe. Sehr gut. Königsschwert. Okay, das wäre sogar krasser als der Kollege hier mit der silbernen. Aber ja, wir schmeißen mal die Kanonenkeule raus. Und wir verbinden mal das Königsschwert auch noch mit so einem silbernen Boblin-Viech da. Weil davon habe ich noch ein paar. Ne, hier, das da. Sehr gut. Noch ein... Ey, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Ich glaube, da, wenn ich da runtergehe, komme ich zu ihr. Das will ich noch nicht. Oh, jetzt war Miasma kacke. Ich will hier noch weiter hoch. Gardebogen. Ach, guck mal, aber hier steht es auch. Gardebogen lässt zu wünschen übrig die Haltbarkeit. Okay, das habe ich nicht drauf geachtet. Dann nehmen wir aber jetzt auch keine Gardebogen mehr mit. Ist okay. Boah, man könnte hier so viel wahrscheinlich noch außen rumlaufen und Sachen suchen und sammeln. So, das ist alles nicht so easy. Und vor allem dann hier runter auch noch jeweils immer wieder. Ah. Oh nee, aber jetzt bin ich bei ihr, oder? Da will ich auf jeden Fall noch nicht hin. Zurück.
Ich will einmal ganz nach oben. Ich will einmal ganz nach oben. Königshellebarde hat jetzt auch genug. Also eigentlich haben wir nicht genug, aber juckt. Komm, einmal weiter hoch. Okay. Es ist halt auch... Aber da merken wir jetzt auch wieder, auch dieser Teil, auch das ganze Schloss, es ist so viel größer geworden. Oh shit. Geht das? Kommen wir da hoch? Yes. Also hier ist mindestens ein Krog. Auf jeden Fall, okay, hier ist sogar eine Truhe. Ach. Nee, kannst du behalten. Anfangen. Oh! Ha! Ich hab's doch gewusst. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn da nichts gewesen wäre. Okay, noch eine Truhe. Danke für das Wasser. Ein Saphir, ja, okay. Warum nicht? So, noch eins weiter hoch. Im Original konnte ich bis ganz nach oben klettern. Also, ich sage im Original, ich meine halt im Vorgänger. Ja. Ich erwarte einen Krog da oben. Ich sag's, wie es ist. Oh, lol. Was haben wir denn hier? Schattenbogen. Okay. Dieser Bogen befand sich lange im Besitz der Königsfamilie. Die Prinzessin soll ihn mit den Monstern durch Schatten gekämpft haben. Seine Pfeile fliegen kraftvoll über große Distanzen. Okay, das ist ein krasser Bogen. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall mit. Vor allem, der gibt auch noch so ein extra Symbol, so ein extra Ton-Dings von sich, ne? Aber dann geht der trotzdem auch kaputt, ne? Also das ist jetzt kein... Mann, ich will nicht runter. Aber cool. Also dann bin ich jetzt schon zufriedener, als einen Krog zu finden, muss ich gestehen. Das ist genau das, was ich vorhin meinte, als ich gesagt habe, sowas wie ein Heiler-Schild würde ich gerne finden. Schattenbogen. Der gehört miteinander. Das ist die Prinzessin, die gemeint war, die Schatten bekämpft hat. Oder? Ich glaube. So, hier konnte ich kurz mal irgendwie vorsichtig stehen. Ja, oder auch nicht. Oh, scheiße, ich muss hier irgendwie zum Stehen kommen. Nicht rutschen, nicht rutschen, nicht rutschen, nicht rutschen. Ja, perfekt. Ich will kein Foto machen. Okay. Jetzt können wir den Rest nach oben klettern. Ja, natürlich ist da mein Kroggy. So muss das. Also alles andere hätte mich jetzt auch enttäuscht, aber wie gesagt, mit dem Huch, mit dem Schattenbogen bin ich schon zufrieden. Wäre ich schon zufrieden gewesen. Aber es hätte mich ja trotzdem gewundert, wenn da keiner gewesen wäre. Was ist das da drüben für ein Rauch? Ah nee, da steigt gerade der Drache aus dem Dings hoch. Ah, sieht das cool aus. Ah, sieht schon cool aus. Na, hier.
Lange, lange ist es her, dass wir diesen Ausblick hatten. Da war ich noch in meinem ersten Jahr Referendariat. So, okay, jetzt aber runter zu Zelda. Ohne Umschweife. Ich weiß nicht, ob man noch mehr hier hätte finden können. Bestimmt kann man hier noch viel mehr finden. Die haben bestimmt viel mehr cooles Zeug eingebaut. Aber das jetzt alles abzusuchen, ist halt auch wieder, dauert ewig. Deswegen, wir gucken, was passiert, würde ich sagen. Sequenz. Wie erwartet. Link! Ich habe sehnsüchtig auf dich gewartet. Ja, Fake Zelda. Na, bereit? Ich möchte dir nämlich eine Kleinigkeit zeigen. Einen Leunen? Bitte nicht. Gefällt es dir? Also schön ist die Magia. Leider Schloss Hyrule. In seiner alten Pracht. Ich hoffe, du erinnerst dich noch. Wir beide haben hier so viel erlebt. Präge dir alles ganz genau ein. Denn armes, kleines Ding. Was wird das Schlimmste sein, was du lebst? Natürlich. Der kleine Schwertkämpfer, der meinem Miasma widerstehen konnte. Der meine treuen Scherben niedergestreckt hat. Wie ist es möglich, dass du überlebt hast, was dich hätte töten müssen? Sag, hast du es jenem unseligen Arm zu verdanken? Egal. Ein zweites Mal wird er dich ganz sicher nicht retten können. Sieh dir meine Marionette an. Mit ihr konnte ich dich lenken wie einen Narren. Du hast mich nicht gelenkt, ich wusste Bescheid. Doch diese Gaukelei hat nun ausgedient. Oh, Scherge geformt aus meinem Fleisch und Blut. Bände dieses Wurmes Leben hier und jetzt. Ach, Schattengannendorf, oder was? Den kennen wir doch schon. Okay, aber jetzt müsste ich doch das Masterschwert einsetzen können. Und das Masterschwert würde ich jetzt auch gerne verknüpfen mit einer, mit einem Dings. So, pass auf. Erstmal wieder nach Angriffskraft sortieren. So, ich will jetzt mal testen. Wir testen es jetzt mal mit dem schwarzen Exalfos-Horn. So, das lege ich jetzt einmal ab. Dann wähle ich mein Masterschwert aus. Dann, okay, der macht gerade krasse Dinge. Synthetisieren wir. Sehr gut. Aber das Krasse ist jetzt ja dieser Phantom-Gunner hier, ne? Ja, okay, der haut mir erstmal ordentlich auf die Mütze. Ist aber okay, dafür haben wir Essen dabei. Ich wollte sagen, dieser Phantom-Gunner hier... Der hat jetzt ja kein Miasma so unter sich, was ganz gut ist. Oh, und der war jetzt auch sehr schnell kaputt. Miasma-Schwert. Schmales Schwert dem Unheil anhaftet. Angeblich ist jeder, der es berührt, verdammt. Sein Miasma zieht auch den Nutzer mit der Zeit immer mehr in Mitleidenschaft. Okay, das nutzen wir nicht. Aber wir fotografieren es kurz. Bogen des Dämonenkönigs. Oh, das muss ich auch noch machen. Erstmal Phantomgarnon fotografieren. Sehr gut. Gut, dass man die Zeit dafür auch hatte, dem Kampf. Ne? Sehr schön. Danke, dass ihr mir die Zeit gegeben habt. Jetzt will ich aber kurz den Bogen hier einmal. Vom Dämonenkönig hochgeschätzter Bogen, der die Macht seines Trägers widerspiegelt. Je höher die Maximalzahl, desto höher... Okay, cool. Können wir auf jeden Fall mitnehmen.
Dann packen wir so einen Gardebogen weg, weil Gardebogen war ja, haben wir festgestellt, schlechter. So. Okay, nein, ich will hier mein... Ach so, hab ich schon. Ja, das war jetzt dumm. Nein, wo falle ich denn hin? So, aber die einzelnen Phantom-Ganons hier halten ja gar nichts aus. Also gerade mit meinem verstärkten Master-Schwert haben die keine Chance. Sehr gut. Ja, ich wollte ausweichen. Egal. So, aber das war jetzt auch nur der Anfang. Das war die Hälfte von seiner Energie. Ach, nochmal 5 oder was? Oh, okay, der ist ein bisschen krasser drauf. Ah, der verteilt jetzt Miasma-Kacke. Das ist nicht so gut. Dann nehmen wir jetzt wieder die Miasma-Schutzkleidung. Wo auch immer sie ist, da. Bisschen Angriff weg, aber dafür Miasma-Schutz, denke ich, ist ganz sinnvoll. Und essen nochmal was. Irgendein Essen, was ich jetzt im Moment halt, ne, was halt einfach weg kann. Ja, komm, warum nicht noch einen Miasma-Schutz auch noch essen, ne? Kann ja nicht schaden. Und wenn es richtig krass wird, haben wir ja hier sowas hier auch noch. Aber ich will es jetzt nicht übertreiben. Okay. Okay. Ah, die haben jetzt alle so einen Miasma-Kack hier. Das ist frech. Oh, jetzt ist er weg. Okay. Aua. Hat ein bisschen wehgetan. Miasma-Brü. Alter, was sind das hier für Waffen? Nochmal fotografieren, kurz, Moment. Nein. Habe ich ihn? Yes! Sehr gut. Also die Herausforderung hier im Kampf ist auch noch die Fotos. So, sehr schön. Und mach Abflug. Okay, ich mach erstmal einen Abflug, ist in Ordnung. Oh, jetzt hat er eine neue Waffe, die ich fotografieren muss erstmal. Die Miasma-Lanze, aber ich habe sie, glaube ich, nicht erwischt. Jetzt aber. Also ja, ist auch so, ich wechsle ständig meine Waffe, wenn du einen von mir besiegst, weil dann bin ich krasser und ist es halt nicht. So. Oh, noch eine neue Waffe. Ah, ne, die habe ich nicht aufgehoben, deswegen. Ne, also das will ich alles nicht haben, weil wenn das hier wirklich, ne, mich am Ende in Mitleidenschaft zieht, dann ist das Quatsch. Dann brauchen wir das nicht. Und tschüss. Adieu, Phantom Ganons. Adieu. Ja, schön, mit dem Master Schwert geht es doch ganz gut. Oh, ich wähnte, dich bloß Hauros ohnmächtigen Lakaien, ein Irrtum. Doch deine Existenz hat nun ein Ende. Das sehe ich nicht so. Link, alles klar? Oh, die Echten sind da. Die Echten sind da. Die wackeren Träger der Mysteriensteine. Was für ein Scheusal bist du denn? Ihr erkennt mich nicht. Wie schade. Gewähren die Steine euch keinen Einblick in die Nebel der Vergangenheit. Mal
Name lautet Ganondorf. Die närrischen Taten eurer Ahnen vermochten das Unvermeidliche nur aufzuschicken. Ich werde euch zeigen, was war und was bald schon wiederkommen wird. Meine Schöpfung, die Welt des Bösen. Des Bösen. Ich bin ganz grummelig. Grimmig. Oh, sieht man jetzt, wie alles hier in den... Oh. Erhebt euch, meine Untertanen. Nutzt die Macht, die ich euch gewähre, und befreit dieses Land von der Herrschaft Hyrule. Vernichtet die, die es wagen, sich euch in den Weg zu stellen! Oh, da kommt auf seine Pferde. Alles klar. Bald schon. Bald werde ich meine Kraft zurückerlangen. Ach, hast du noch gar nicht? Die Welt wird in ewige Dunkelheit getaucht und ihr werdet zusammen mit ihr vergehen. Okay. Hat er noch gar nicht seine Kraft? Was braucht er denn noch? Die Mysteriensteine wahrscheinlich. War das der echte Dämonenkönig? Das heißt, der, von dem unsere Ahnen gesprochen haben? Es hat den Anschein. Der Dämonenkönig, der einst die Welt fast komplett auslöschte. Ganondorf. Er wurde wiederbelebt. Die Welt ist in Gefahr. Oh nein, wie schrecklich. Wenn er wirklich zurückkommt, ist alles aus und vorbei. Wartet. Es sieht aus, als wäre er noch zu schwach. Denkt mal nach. Warum sonst wäre er verschwunden, anstatt zu kämpfen? Kehren wir fürs Erste zurück. Wir müssen uns beratschlagen. Wir besiegen ihn jetzt noch gar nicht? Link, ich hoffe, du bist auch dabei. Lol. Okay. Ja, gib mir das. Wir öffnen immer noch nicht die letzte Reihe. Das gibt's doch nicht. Krass. Habe ich den gerade genommen, den Bogen des Dämonenkönigs? Ja, ne? Da ist einfach noch einer, aber. Also habe ich. Kann ich mehrere davon haben. Ja, hier, Bogen des Dämonenkönigs. Und dann. Ah, den Schattenbogen werde ich auf keinen Fall wegschmeißen. Dann schmeißen wir so einen Gardebogen weg. Ja, krass. Ja, das Miasma-Zeug, das will ich überhaupt nicht. Nee. Also. Da hieß es ja, das zieht mir selber Energie ab. Nee, das fühle ich nicht. Noch ein Bogen. Okay, hier sind ganz viele Bögen des Mondenkönigs. Nee, zwei reichen schon. Wo sind jetzt meine Kollegen hin? Okay, jetzt sind die einfach weg. Ah, dann ist hier gar nicht das Finale. Was? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Hier ist gar nicht das Finale. Wenn hier nicht das Finale ist, wo ist dann das Finale? Okay. Aber interessant. Musste man überhaupt hier hinkommen oder hätte man das auch skippen können? Wenn man weiß, wo das Finale ist. Sehr interessant. Aber dann verpasst man den Herzcontainer. Also. Ja gut. Ja, krass. Dann muss ich jetzt wahrscheinlich, ja, zu unserem Treffpunkt zurück. Und berichten, dass es eine Fake-Zelda war. Können wir dann jetzt endlich so tun, dass es alle wissen? Wait. Kann ich jetzt nach Kakari... Oh mein Gott. Das wäre so gut, wenn ich jetzt endlich nach Kakariko könnte. Boah, aber jetzt hier dieses Schloss Hyrule überhaupt nicht zu ergründen und zu untersuchen. Hier gäbe es bestimmt noch mehr zu holen in den ganzen Verliesen und
und Räumen und hast du nicht gesehen. Da gäbe es bestimmt noch mehr zu holen. Safe Call. Aber ist jetzt wurscht. Ist jetzt wurscht. Ja, krass, und ich dachte, hier ist einfach vorbei. Hier ist einfach noch nicht vorbei. Aber das war auf jeden Fall ein cooler Abschnitt. Da gibt es nichts zu sagen. Das hat mir gefallen. Aber ich tue mir brutal schwer, das jetzt zeitlich einzuordnen. Er ist als Ganondorf so aktiv gewesen in der Vergangenheit. Und was war denn dann die Verheerung Ganon? Weil die Verheerung Ganon war ja offensichtlich jetzt nicht Ganondorf selbst. Sondern ja irgendeine andere, also irgendwie ja schon, ja egal. Vielleicht kommt ja zur Verheerung Ganon hier nochmal was, weil der Ganondorf, um den es hier geht, klar, na, das ist der aus der Vergangenheit so. Aber was war jetzt die Verheerung Ganon genau? Die ja auch so Krieg geführt hat und alles mögliche. Ach, keine Ahnung. Mal gucken, ob wir im nächsten Part schlauer werden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.